Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Orga TV. Ja, gibt es irgendwas Spannendes? Irgendwelche spannenden Veranstaltungen jetzt demnächst hier an der Uni? Ja, und zwar, ich guck mal gerade. Hier am 2. Juni, und zwar von 11 bis 16 Uhr in der Aula, Gebäude A33. Da geht es darum, gerade für neue Studenten, wenn es um Sachen hier wie Geld geht, ne, so Fragen wie Geld geht, wie finanziere ich mein Studium? Wie bewerbe ich mich für ein Studium? Da werden solche Fragen geklärt. Da tauchen auch Experten auf, die euch beraten bezüglich BAföG und den ganzen Rechten und Pflichten im Studentenjob, und scheint ziemlich interessant zu sein. Also für alle Leute, die mal wissen wollen, wie sie ihr Studium finanzieren und wie das finanziell möglich ist, geht am 2. Juni in die Aula im Gebäude A33. Klingt auf jeden Fall super spannend. Wie schnell hast du das jetzt dahin bekommen? Ja, Woher und weißt du das? zwar habe ich hier eine super App, die heißt Unisam. Und da gibt es immer neue Veranstaltungen und auch kann man die Mensa gucken und so. Nicht Aber für schlecht. alle Leute, die es jetzt interessiert, wie man da so die ganzen Veranstaltungen finden kann, was dann da rund um die Uni passiert, haben wir für euch einen super Beitrag gedreht, und zwar über unsere Campus-App. Den zieht ihr euch mal am besten jetzt rein. Wir waren für euch heute im CISPA, Center for IT Security, Privacy and Accountability, unterwegs, um den Macher der Campus-App zu interviewen. Das Gebäude wurde erst vor einem halben Jahr eröffnet und bietet auf 4 Stockwerke verteilt ca. 135 Forschern Platz. Wir wurden herzlich von Herrn Zeller empfangen. Ich bin Andreas Zeller, ich bin Professor für Informatik hier an der Universität des Saarlandes. Mein Spezialgebiet ist die Softwaretechnik, das ist die systematische Entwicklung großer Programme. Und wie kamen Sie drauf, die App zu entwickeln? Ich hatte ein ganz einfaches Problem. Ich wollte gerne wissen, was es heute in der Mensa gibt, ob der lange Weg sich lohnt. Und da habe ich mir gefragt, gab es eine Webseite dafür, da konnte man das nachgucken. Das war aber auf dem Handy vergleichsweise umständlich. Und da habe ich mir gedacht, es müsste eigentlich so eine App geben, wo man die wichtigsten Informationen, was man tagsüber so braucht, direkt auf dem Handy haben kann. Als Professor programmiere ich gar nicht mehr so viel selbst, sondern ich lasse programmieren. Das heißt, das erste, was wir gemacht hatten, ist, wir haben ein Hiwi eingestellt, der hat dann so eine erste Version davon gemacht. Und das hat uns, glaube ich, immer ganz gut gefallen. Und dann haben wir das Ganze dann in weiteren Schritten immer weiter verfeinert und weiter verbessert, dann auch mit größeren Gruppen von Studenten. Insgesamt hat jetzt ungefähr ein Dutzend Leute daran gearbeitet. Die erste Version hatten wir, glaube ich, vor 3 Jahren draußen. Also die erste Version hat, ich glaube, so etwa ein Dreivierteljahr gebraucht. So, da sind auch einige Schritte mit drin. Wenn man zum Beispiel für Apple eine Anwendung in den App Store bringen will, dann muss man erstmal einen ganzen Schwung Verträge unterzeichnen, sowas dauert. Aber insgesamt hat es etwa 9 Monate gedauert, und seitdem ist sie für Apple verfügbar. Wir haben dann gleich eine für Android gemacht, das ging eine ganze Ecke schneller. Frage ist, wie viel Aufwand ist denn, steckt denn hinter so einer App, die in Stand zu halten? Wir haben da mehrere Update-Zyklen. Auf der einen Seite müssen die Apps, sowohl für Android als auch für Apple, müssen auf den neuesten Stand gebracht werden. Das heißt also, wenn zum Beispiel Apple ein Gerät rausbringt mit einer höheren Bildschirmauflösung, dann müssen wir dann irgendwann auch die App entsprechend anpassen. Was wir haben, ist, wir vergeben regelmäßig Hiwi-Aufträge für die kleineren Wartungen, die gemacht werden müssen. Und wenn ein größerer Schwung neuer Funktionalität dran steht, dann baue ich das gerne bei mir mit in die Vorlesung ein. Ich habe eine Vorlesung, die nennt sich Softwaretechnik, wo Studenten in Gruppen ein Programm entwickeln. Und dann sage ich denen dann, tja, ihr seid zu fünft, macht mal, ihr habt hier die Möglichkeit, eine größere Sache zu machen. Also Sie haben da auch freie Hand, also Sie müssen da jetzt nicht, da gibt es keiner, der Ihnen sagt, so das und das muss jetzt rein, sondern Sie können bestimmen,
Okay, das bringen wir noch als Funktion rein. Naja, ich bin derjenige, der mit den Lehrstuhlmitteln die ganze Entwicklung bezahlt. Auch IWIs kosten Geld. Auch das Bereitstellen der App kostet Geld. Und als solcher bin ich der Kunde und der Kunde ist okay. König. Ich kann also sagen, das kommt rein, das kommt nicht rein. Können Sie mal die App vorstellen, also was sie jetzt kann, was für Funktionen drin sind, welche Informationen man aus der App ziehen kann? Hier sehen Sie die Grundfunktionen, das sind also aktuelle Neuigkeiten aus der Uni, das Mensa-Programm, aktuelle Campusplan, gerade wenn Sie neu da sind, ist es was sehr Wichtiges, dass Sie sich orientieren können. Ein Veranstaltungskalender, Busfahrpläne und Suche nach einzelnen Personen. Wenn Sie also jemanden auf dem Campus suchen, haben Sie gute Chancen zu finden. Da gehen Sie einfach drauf und nehmen zum Beispiel hier das Mensa-Programm, das Mensa-Menü angezeigt für heute. Oder auch das können ja auch genau durchgehen und die Mensa schon mal, wissen Sie schon, ob es sich an nächsten Tagen lohnt, in die Mensa zu gehen. Haben einen Campusplan. Auf dem Campusplan sind hier auch sämtliche Gebäude verzeichnet. Hier an diesen Parkplätzen schildern. Ja, da können Sie schon sehen, wie viele Parkplätze jeweils frei sind. Man kann auch nach Gebäuden suchen und kann sich das hier auswählen. Man kann sogar nach Cafés suchen zum Beispiel. Was haben wir hier? Fast Food Heroes zum Beispiel. Hey, wo sind die denn? Na, prima. Wissen wir gleich, die sind hier in Gebäude C55, kann man direkt hingehen. Oder man kann sich auch die aktuellen Neuigkeiten anzeigen lassen. Das heißt also zum Beispiel hier der nächste Eingangstest für Flüchtlinge. Oder und diese Neuigkeiten, wer aktualisiert das? Das sind Informationen, das kriegen wir von der Universität passend bereitgestellt. Und wir bereiten das dann hier passend für die Anwendung auf, dass hier die wichtigsten Informationen angezeigt werden. Okay. Kann man hier also Stück für Stück durchgehen und hier kommen auch jeweils dann so kleine Pressemitteilungen mit dazu. Auch mit weiteren Informationen allem drum und dran kann man direkt durchgehen. Für mich persönlich ist die Mensa immer am wichtigsten, aber selbstverständlich ist es natürlich auch schön, wenn man über Veranstaltungen und Neuigkeiten informiert ist. Und nachher, heute Abend werde ich von hier den Bus nehmen, das heißt, also ich kann dann hier gleich mal gucken, welche Busse ich als nächstes von meinem aktuellen Standort hier in alle Richtungen nehmen kann. Wenn Sie so eine App entwerfen, dann gehen Sie her und denken sich das und überlegen sich das als eine Abfolge von einzelnen Bildschirmen, das heißt, Sie haben einen Bildschirm, mit dem fängt das Ganze erstmal an und da haben Sie hier Ihre, sagen wir jetzt in dem Fall, 6 Hauptfunktionalitäten, also zum Beispiel Essen und Trinken zum Beispiel oder hier die Suche. Und dann denken Sie sich aus, was passiert jetzt, wenn ich auf einen einzelnen Knopf drücke, was sollen denn für Informationen dargestellt werden, wie soll das Ganze aussehen, also hier zum Beispiel für den Kalender. Wenn dann hier die einzelnen Punkte dargestellt, also was am 13. passiert, was am 14. passiert, so weiter mit Texten dabei, beziehungsweise bei Essen und Trinken. Das in den entsprechenden Bildschirm machen, dann steht hier Menü 1, Menü 2. Und auf diese Art und Weise gehen Sie hier, für jede Funktionalität haben Sie eine Abfolge von einzelnen Bildschirmen, bei denen jeweils bestimmte Informationen gezeigt werden. Und diese Informationen müssen Sie dann identifizieren, wo bekommen Sie die jeweils her. Zum Beispiel, wenn Sie die aktuellen Neuigkeiten darstellen wollen, dann müssen Sie das für einen Dienst holen, der die Neuigkeiten bereitstellt. Das steht jetzt wiederum in der Pressestelle zur Verfügung, die liefert Ihnen das. Wenn Sie das aktuelle Mensa-Menü haben wollen, das ist Information, das kriegen Sie von woanders her, das kriegen Sie vom Studentenwerk. Und die Informationen, das stellen meistens in Form von vereinfachten Webseiten zur Verfügung, müssen Sie dann passend aufbereiten, sodass Sie es hier gut anzeigen können. Und so gibt es für jeden einzelnen Punkt hier drin eine entsprechende Datenquelle. Und diese Datenquelle muss dann hier aufbereitet werden. Es gibt auch kompliziertere Teile, wie zum Beispiel die Campuskarte. Die Campuskarte kriegt aus 2 Quellen ihre Informationen. Einerseits natürlich die Karte selbst, aber zum Beispiel auch dynamische Informationen über die Anzahl der Parkplätze, das ändert sich stündlich, minütlich, genauer gesagt. Und all diese Informationen fließt dann zum Schluss hier auf die Seite und muss entsprechend aufbereitet werden. Die App Unisa könnt ihr euch kostenlos im App Store runterladen. Ja,
das zum Thema Campus App. Also wie ihr seht, steckt da ziemlich viel Arbeit auch dahinter, die immer in Stand zu halten und zu erneuern und auch auf den Markt zu bringen. Also ich hatte die App schon, ich finde sie mega. Also ihr könnt da, wie ihr gesehen habt, alles Mögliche drauf gucken, ob Mensa, ob Bus oder was weiß ich. Also alle Studenten sollten sich diese App zulegen, weil sie ist wirklich ziemlich hilfreich und jede Funktion ist definitiv von jedem Studenten auf jeden Fall benutzbar oder brauchbar. Und ich hoffe, du hast die App auch. Nee, ich habe die noch nicht, aber ich lade die mir jetzt mal. Es klingt auf jeden Fall super hilfreich und nützlich. Ich habe von der App nichts gewusst, ich lade mir die jetzt auf jeden Fall. Ja, sah gut aus. Ja, ne? Also kann man super aus. Kann man gut gebrauchen. Ja. So, und wo wir jetzt gerade bei der Informatik sind, letzte Woche hatten wir eigentlich angekündigt, es kommt ein Beitrag zu Shea. Den haben wir ja leider nicht gesendet, weil wir ja erst euch nochmal die Cube-Formel zu DHC zeigen wollten. Und aus diesem Grund haben wir den auf diese Woche verschoben. Und deshalb zeigen wir euch jetzt den Beitrag über Shea. "2015 fusionierten die Shea Management GmbH und der IDS Shea Consulting zur Shea GmbH. Heute unterstützen sie als Consulting- und Softwarehaus Unternehmen bei der Entwicklung neuer Businessmodelle. Wir waren für euch vor Ort und haben mit Stefan Schaus, Verantwortlicher für den Recruiting-Bereich, gesprochen. Wie viele Hände wandert so eine Bewerbung, bis sie beim richtigen Ansprechpartner ankommt? Im Idealfall ist die Bewerbung natürlich so gestaltet, dass wir als Recruiter sie identifizieren können und dann eben auch auf die richtige Stelle zuordnen können und dann eben auch den richtigen Fachbereich direkt in die Hände spielen können. Also im Idealfall im Prinzip durch meine Hände oder beziehungsweise die Hände meiner Kolleginnen und dann eben direkt zum entsprechenden Fachbereich und zu dem Hiring Manager. Wie lange dauert es, bis ein Bewerber ein erstes Feedback bekommt? Also ideal bekommt der Bewerber natürlich direkt eine Rückmeldung, dass seine Bewerbung eingegangen ist. Und dann schauen wir eigentlich, dass wir so möglichst in 1 bis 2 Wochen dann eben auch Termine vereinbaren. Gibt es viele Initiativbewerbungen bei Ihnen? Sind die willkommen? Willkommen auf jeden Fall. Wir haben auch immer wieder einige. Wir müssen halt dann irgendwie schauen, wie wir diese Initiativbewerbungen auf die entsprechenden Stellen matchen können. Das ist dann auch ein Prozess, der gegebenenfalls mal ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube, wenn man sich initiativ bewirbt, dann hat man da auch nicht den Anspruch, innerhalb von ein paar Tagen direkt das Feedback mit der richtigen Stelle zu haben. Wie kommen denn bei Ihnen so außergewöhnliche Bewerbungen an, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in irgendwas mit IT spezialisiert bewerbe und mache meine Bewerbung so ein bisschen eine Art Quellcode oder so? Finden Sie das gut? Oder? Das ist auf jeden Fall interessant. Es kommt natürlich so ein bisschen auch auf die Branche an. Ne? Also gerade beispielsweise bei Mediengestaltern ist eine auffällige Bewerbung schon irgendwie interessanter als das 0815 Word-Dokument sozusagen. Das ist schon ganz nett, wenn die auch so ein bisschen aufbereitet sind. Können Sie vielleicht mal so erklären, ein bisschen wie dieses Active Sourcing, haben Sie es genannt, wie das abläuft? Beim Active Sourcing ist es so, dass wir eher mit dem Fachbereich oder beziehungsweise dem Stellenverantwortlichen Manager ein Profil erstellen, wie der Bewerber sein sollte oder beziehungsweise wie so dieses Kompetenzprofil für des Bewerbers sein sollte. Und mit diesem Profil gehen wir dann im Prinzip in soziale Netze und durchsuchen diese Netze nach eben genau diesen Profilen, nach diesen Leuten und sprechen die dann eben auch direkt und individuell an. Wir machen uns da so ein bisschen Gedanken drüber, wie wir die Personen ansprechen können, dass das natürlich dann auch eine persönliche Note hat und nicht so nach dem Gießkannenverfahren vor sich geht, dass wir im Prinzip mehr auf Masse bauen, sondern wir schauen da schon, dass wir jeden individuell abholen können. Welche Angebote haben Sie denn jetzt für Studierende oder Studienabsolventen? Also für Studierende haben wir die Möglichkeit, dass hier als Werkstudent im Prinzip gearbeitet werden kann, mit einer Stundenbasis bis zu 20 Stunden sind es, glaube ich, während des Semesters. Und das wäre so die eine Variante. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Praktika bei uns zu machen und darüber auch dann Abschlussarbeiten zu schreiben und somit dann im Prinzip auch schon mal den Fuß in der Tür zu haben und den Direkteinstieg dann so schaffen zu können. Wie muss für Sie denn jetzt eine Bewerbung so aussehen, dass Sie sagen, das finde ich ansprechend, den Bewerber laden wir ein?
Na, idealerweise ist es so, dass das Anschreiben an die richtige Person adressiert ist und dann eben auch irgendwie, ja, wir müssen da nicht unbedingt so geschmeichelt bekommen oder so. Das erwarten wir da gar nicht, oder beziehungsweise will ich auch gar nicht, sondern ich hätte gerne im Prinzip in einem Anschreiben eine ehrliche Aussage, warum jemand zu dem Unternehmen möchte. Das soll schon so ein bisschen dabei rauskommen, dass man sich auch ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt hat. Ich persönlich lege aber viel, viel mehr Wert auf den Lebenslauf. Und der sollte idealerweise chronologisch rückwärts sortiert sein, beispielsweise, dass ich sehe, was macht die Person aktuell. Wenn jemand einen Master hat, muss ich nicht unbedingt noch draufschauen können und verstehen, wo er in der Grundschule war. Die würde ich da doch mit dazu zählen und würde davon ausgehen, dass er die Grundschule besucht hat, wenn er einen Masterabschluss macht. Ja, das sind so die Themen, die sich im Prinzip auch momentan ja so ein bisschen modernisieren und weg von der alten klassischen Bewerbung bewegen. Ja, also aktuell suchen wir nochmal Werkstudenten, eben auch in der Softwareentwicklung. Wir suchen aber auch Leute, die im Prinzip das Studium abgeschlossen haben. Wir suchen derzeit einen Junior Consultant im Bereich Beschaffungsmanagement und E-Procurement. Die Person sollte idealerweise ein paar Kenntnisse in Wirtschaftsinformatik, in Programmierung und in Logistik mitbringen. Wir suchen Einsteiger in der Softwareentwicklung, die dann eben auch nach dem Studium beispielsweise gerne weiter bei uns arbeiten würden. Ja, das sind so die Bereiche, die wir momentan zu besetzen haben. Ja, das zum Thema Share. Also die Studenten unter euch, die werden das ja erkennen, dieser rote große Turm auf dem Campusgelände. Genau, wenn euch das angesprochen hat, wenn euch das interessiert, das Unternehmen, bewirbt euch, ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein interessantes Unternehmen, ja, wenn es euch angesprochen hat, an Share. Ja, genau. Und letzte Woche haben wir euch ja die Cube-Formel gezeigt zu DHC, wo wir schon fleißig Burger verteilt haben. Natürlich haben wir auch das wieder für Share gemacht. Wie viele Burger haben die von letzter Woche bekommen? 14. 14, diesmal war ich 15. Nee, 15, ja. Ich war ein bisschen übermütig. Nein, so. Nein, 14. Gut. Genau. 14 Burger. Ja. Und falls ihr mal sehen wollt, wie viel Share jetzt bekommen hat von uns, dann müsst ihr euch den nächsten Beitrag auf jeden Fall anschauen. Da das Internet mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der heutigen Kommunikationswelt ist, wird auch der Personalakquisition via Internet eine bedeutende Rolle beigemessen. Aus diesem Grund werden seit 2001 mithilfe des Evaluationsframeworks Cube-Formel anhand verschiedener Kriterien Personalwebsites analysiert. In die Erfolgsgleichung einer guten Personalwebsite fließen dabei 4 Faktoren mit ein. Zum einen Content als angemessener Inhalt der Seite, Usability als empfundene Nutzerfreundlichkeit, Branding als unternehmensspezifische Einmaligkeit und zuletzt Emotion als Positionierung von Gefühlsbotschaften. Heute präsentieren wir euch die Analyse der Share Group Personalwebsite mittels der Cube-Formel anhand der 4 vorgestellten Kriterien. Am Ende werden wir alle vorgestellten Unternehmen miteinander vergleichen und den Sieger dieser Analysereihe ermitteln. Um aber zunächst nachzuvollziehen zu können, wie sich die Gesamtpunktzahl zum Schluss zusammensetzt, zeigen wir euch unser Bewertungsschema. Je nachdem, wie ansprechend die Seite des zu bewertenden Unternehmens gestaltet ist, desto mehr Burger verleihen wir. Burger deshalb, weil wir am Ende der Beitragsreihe das Unternehmen, welches die höchste Gesamtpunktzahl erreicht hat, mit einer Einladung auf einen Burger küren möchten. Für, sagen wir mal, viel Spielraum nach oben, vergeben wir einen Burger in der jeweiligen Kategorie. Wenn wir kaum mehr das Fenster zuklicken wollen und uns vor Begeisterung kaum noch zurückhalten können, vergeben wir 5 Burger. Nach Bewertung der 4 Hauptkriterien werden zum Schluss die Burger zusammengezählt, die dann das Gesamtergebnis darstellen. Damit auch ihr zukünftig die Unternehmen-Websites kritisch bewerten und analysieren könnt, haben wir für euch genauere Erläuterungen parat und wenden diese im direkten Anschluss auf die heute vorgestellte Personalwebseite an. Für die Kategorie Content überprüfen wir zunächst einmal, an welcher Stelle der erste Link zur gewünschten Karriereseite durch die Eingabe in einer Suchmaschine erscheint. Wie man hier sieht, erscheinen durch die einfache Eingabe der Begriffe Share, Karriere etliche Links, die einen direkt zur gewünschten Seite weiterleiten. Soweit, so gut. Als nächstes wird die Qualität der Themeninhalte sowie Themenvielfalt,
die Aktualität und Vollständigkeit der Informationen näher betrachtet. Schon auf der Startseite erscheint eine enorme Auswahlmöglichkeit an verschiedenen Informationen über Produkte, Dienstleistungen sowie detaillierte Informationen zum Unternehmen selbst. Auch die verschiedenen Stellenangebote werden ausführlich beschrieben und mit konkreten Anforderungen an den Bewerber vervollständigt. Die Aktualität der Seite zeigt sich insbesondere durch die Auflistung zukünftiger Events sowie den aktuell eingestellten Stellenangeboten. Kennt ihr das, wenn man auf einer Seite ewig suchen muss, bis man auf Jobangebote oder diverse Informationen zugreifen kann? Genau deshalb schauen wir in der Kategorie Usability insbesondere auf eine klare Benutzerführung, die Funktionalität sowie auf eine klare Struktur und Aufbau der Seite. Wie schon zuvor gezeigt, gelangt man durch die einfache Eingabe in Suchmaschinen direkt auf die gewünschte Karriereseite der Share Group. Nun erscheint also ein Fenster, das es einem ermöglicht, verschiedene Suchbegriffe einzugeben bzw. die Suche nach den eigenen gewünschten Kriterien zu filtern. Als zusätzliche Hilfestellung wird eine Karte mit den verschiedenen Einsatzorten angezeigt. Hat man ein interessantes Stellenangebot für sich gefunden, wird dem potenziellen Bewerber durch einen einfachen Klick auf eine Schaltfläche die Möglichkeit der Online-Bewerbung gewährt. Über eine Eingabemaske können dann Anschreiben und Lebenslauf eingetragen und im Nachgang mit nur einem Klick abgeschickt werden. Ist das Branding der Unternehmung gut ausgearbeitet, bleibt einem die Webseite stets in guter Erinnerung. Als konkrete Bewertungskriterien werden in dieser Kategorie die Unternehmensdarstellung, das Corporate Design, als auch die auf der Seite dargestellte Unternehmensidentität bewertet. Nicht zu übersehen setzt Share mit der Farbauswahl des Share Towers ein Statement. Das Rot wird auf der Webseite konsequent eingesetzt und trägt zur Unternehmensidentität, Darstellung und einem Corporate Design ganz nach dem Motto weniger ist mehr bei. Schafft es ein Unternehmen, dich zu begeistern und positive Emotionen zu wecken, sodass du dich angesprochen fühlst, dich in dem Unternehmen zu bewerben? Wurde der Zweck der Personalwebsite erfüllt? Es gibt nichts Langweiligeres als eine standardisierte Webseite, die weder mit Bildern, Videos oder anderen grafischen Stilmitteln individualisiert wird. Wörter wie Cloud, Digital oder auch das abgebildete Smartphone treffen den Zeitgeist der heutigen Generation und lassen uns aufmerksam werden. Innovation und Modernität führen hierbei zur Attraktivität des Unternehmens. Untermalt durch die Möglichkeit der ausführlichen Jobsuche im Hinblick auf allgemeine Angebote und spezielle Auslandsangebote schafft es Share, potenzielle Bewerber für sich zu gewinnen. Bewertet haben wir die Webseite der Share Group mit 12 Bürgern. Somit liegen sie im Gesamtranking nun auf Platz 2, knapp hinter DHC. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend im Wettkampf um das Burgeressen. Da dürft ihr auf jeden Fall noch gespannt sein auf einige weitere Unternehmen. Und wer dann das Rennen macht. Ja, wen wir dann zum Burgeressen einladen schlussendlich. Das war es ja auch schon wieder für heute. Nein, wir haben noch was für euch. Entschuldigung. Nein, absolut, macht gar nichts. Und zwar haben wir noch einen Lifehack. Ach ja, stimmt. Genau, einen super interessanten Lifehack. Genau, und zwar... ja, wieder interessante Tipps und Tricks. Und aber an dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal von euch. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche nochmal ein. Ich hoffe auch, euch haben die Beiträge von heute gefallen. Also ich finde die App und Share war ziemlich interessant. Also war, denke ich, nichts Langweiliges jetzt dabei. Und nächste Woche wird es auch super spannend. Genau, nächste Woche auf jeden Fall nochmal reinschalten, gell? Ja, sollen wir schon verraten, dass nächste Woche kommt? Richtest du? Ja, oder sollen wir die Spannung halten? Mir ist es egal. Also auf jeden Fall haben wir Besuch nächste Woche und es geht um eine spannende Story, genau, die mit Red Bull zu tun hat. Und drei Mädchen. Und drei Mädels. Alleine in einem fremden Land ausgesetzt und die sich dann ihren Weg da bahnen mussten. Also es wird spannend. Ja, aber? Aber jetzt nicht wegschalten, genau. Weil jetzt kommt der Beitrag zu den Lifehacks und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!